ihr Hübschen. So. Besser? Da ich zurzeit ein Video hochlade, ein Video bearbeite und mein Computer etwas überarbeitet ist wohl, habe ich mir gedacht, aus Langeweile, oder nein, nicht aus Langeweile, ich stelle euch ein paar Bücher vor, besser gesagt ein Buch erstmal, das ich jetzt seit gestern durchgelesen habe. Wow, da geht noch was. Mit 65 in die Kurve. Christine Westermann. Ja, da geht noch was. Und ich habe das gelesen, ich habe das angefangen. Da habe ich gedacht, naja, interessant. Und sie schreibt auch darüber, sie ist ja von Zimmerfrei, WDR. Die Drehscheibe, damit hat sie angefangen. Also sie hat ja auch Journalistin gelernt. Die einen oder anderen werden sie sicherlich kennen. Aus TV, Radio oder Bücher. Und ja, die letzten Seiten haben mich richtig toll zum Lachen gebracht. Sie beschreibt da oder wollte sozusagen so eine Rückführung machen mit einem, der Jesus heißt. Und naja, es ist einfach lesenswert. Das solltet ihr euch selbst durchlesen. Dann steht auch noch was drin. Sie hat ja ihren Ehemann in dieser Stadt hier, wo ich wohne, Münster, nicht nur kennengelernt, sondern einfach wieder getroffen, damals. Und wo ich dann die Zeilen, also die Seiten mit Münster gelesen habe, habe ich gedacht, oh, wie schön. Es ist so schön. Ich meine, ich bin jetzt hier noch in dieser Stadt. Wohne ich noch bis Oktober dieses Jahres. Und in dieser Stadt sind auch viele Erinnerungen, Leute. Und ich habe sie auch damals hier in dieser Stadt bei einer Lesung gesehen. Aber zu Anfang, also ich meine nicht zu Anfang, sondern zur ersten Lesung habe ich 2003 in Werne. Und das ist echt ein Erlebnis. Aber ich möchte einfach nur sagen, dieses Buch ist einfach zu empfehlen. Es hat überhaupt keine Kapitel so richtig, sondern sie fängt von Null an und endet mit, es ist ja auch, endet mit Zahl Numero 34, auch nicht schlecht, so alt wie ich gerade bin. Ich bin auch gerade mal gucken, weil ich diesen Kiwi Verlag, heißt ja Kiwi, ne? Etwas, ja, ich meine, der Verlag ist natürlich auch gut, aber ich meine, die Produktion der Bücher, entweder liegt das immer an mir, dass die irgendwann irgendwie auseinanderfallen, oder, ich weiß es nicht. Denn ich meine eigentlich, von ihr die Bücher, also ich habe ja noch die anderen Bücher, 1, 2, 3, und auch von Kiwi Verlag, die sind noch heile, aber ich hatte dann irgendwann ein Buch von... Ich stelle euch das einfach nachher gleich noch vor. Damit ihr wisst, was ich da meine. Auf jeden Fall ist das Buch hier auch lesbar schon ab 34 Jahre. Oder auch jünger. Denn man muss nicht gleich 65 sein, um dieses Buch zu lesen. Ehrlich. Und... es geht wirklich um diese Person, die da drauf ist. Und die einige Sachen, also einige 0, 2, 3, 8, wie auch immer, haben mich zum Lachen gebracht oder auch zwischendurch zum Nachdenken. Und ja, es ist empfehlenswert, meine Lieben. Und ich kann euch gerne auch mal diese, sag ich, mal durch vorlesen. Es kommt ja nicht wirklich überraschend, das Alter, aber doch gibt es den Moment, in dem man erschrocken feststellt, Mensch, ich bin alt. Und jetzt geht noch was. Das kann nicht mehr viel sein, dachte Christine Westermann, als sie das Buch zu schreiben begann, und war überrascht,
welche Wendungen sich unverhofft auftaten, welche Schalter sie noch umlegen konnte. Die Reise ins Alter lässt sich nicht aufhalten, aber nun ist die Vorfreude auf das, was kommen kann, größer als die Angst vor dem, was passieren könnte. Ich möchte nur mal sagen, die Kraft der Gedanken. Sie ist jung und schön, meine Lieben. Und ich glaube wirklich, dass sie doch ihre 102 Jahre schaffen wird. Und ansonsten nur die 85. Ganz drauf an, auf jeden Fall hat sie auch über 85 Jahre und 102 geschrieben, wo ich dann gedacht habe, oh je, Leute, 102, da tun wir noch ein paar drauf. Ich werde 120 und werde dann immer noch so schön jung aussehen. Hä? Man kann es ja ausprobieren. Man wird es dann auch sehen, irgendwann, ne? Wenn ich es dann noch hinbekomme und dahin komme. Naja, und wenn ihr noch lebt, dann könnt ihr das miterleben. Ansonsten kann ich dazu auch nicht mehr viel sagen. Nur eins. Lest euch dieses schöne Buch durch. Es ist wirklich, ja, wundervoll und empfehlenswert. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao.